Herzlich willkommen zu dem Kurs Zeichnen mit Canvas und JavaScript. Mein Name ist Frederik Weitz. In dieser Folge zeige ich euch die dritte Möglichkeit, mit dem Image-Befehl ein Image auf den Bildschirm zu bringen, beziehungsweise mit DrawImage mit dem Befehl. So, das erste hatten wir in dem vorletzten Video, das zweite in dem letzten Video. Das erste war einfach ein reines Bild auf dem Bildschirm setzen. Das zweite war mit der Möglichkeit, das zu skalieren. Und das dritte oder die dritte Möglichkeit, die ist ein bisschen komplizierter. Jetzt gibt es nicht einfach mehr nur noch 5 Variablen, die übergeben werden, sondern es gibt tatsächlich 9 Variablen. So, und um das ein bisschen zu unterscheiden, habe ich die mit Blau und mit Orange hier gekennzeichnet. So, als erstes müssen wir natürlich das Bild bezeichnen, was auf den Bildschirm gebracht wird. Das funktioniert wie in den anderen Befehlen. So, und jetzt die blauen Parameter, die geben jetzt aus dem Bild heraus an einen Ausschnitt. So, das heißt, die blauen Parameter beziehen sich nicht auf den Bildschirm, sondern auf das Bild selber. Und wenn das Bild oder das Bild fängt bei der X-Position 0 und bei der Y-Position an, 0 an, so, und wenn ich hier 10 und 10 eingebe, dann ist das erste Pixel, was gezeichnet wird, von dem Bild, von der linken oberen Ecke des Bildes, ist das 10 Pixel auf der X-Achse und 10 Pixel auf der Y-Achse entfernt. Genauso ist das mit dem Width und mit dem Height. Hier bei den blauen Parametern, das gibt eben tatsächlich an, welche Breite aus dem ursprünglichen Bild ausgewählt wird und was eben daraus dann auf den Bildschirm gebracht wird. Aber das ist eben alles bezogen auf dieses Bild, auf das Bild, was wir hier oben mit dem Bildparameter übergeben. So, das sind sozusagen die ersten oder die zweite bis fünfte Parameter, hier die blauen Parameter. Und der sechste bis neunte Parameter, der bezieht sich jetzt auf den Bildschirm selber und funktioniert im Prinzip wie in dem letzten Video, der DrawImage-Befehl. Es wird nämlich auf dem Bildschirm selber dann wieder die linke obere Ecke angegeben, hier mit x-aim und y-aim bezeichnet. Und dann eben auch noch eine Skalierung, nämlich wie breit und wie hoch das Bild gezeichnet werden soll. So, und da seht ihr dann schon, das ist relativ kompliziert, ist ein sehr komfortabler Befehl, aber man muss ihn eben auch ein Stück weit beherrschen. So, das wollen wir uns jetzt erstmal so in aller Kürze ansehen. Und hier habe ich jetzt mein kleines Programm, was ich das letzte Mal geschrieben habe. So, und ich habe jetzt so ein bisschen Pause gemacht. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir hier noch eine Erdbeere drin stehen, die wir uns aus dem Internet rausgeholt haben. Ich bin jetzt wieder zu meiner Wolke zurückgegangen und das Ganze sieht eben so aus und oder sollte so aussehen. Gut, so, und Moment. Jetzt möchte ich mir hier ein neues Bild laden und dazu nehme ich den Husky. Den all die Leute, die jetzt meine Videos schon länger verfolgen, auch kennen. So, und den lade ich mir jetzt. Ich nenne das Ganze Hund. Lustig. Image ist der Constructor und die Variable heißt Hund. So, und in den Variable Hund lade ich mir jetzt den Hund klein.png hinein. So, der Hund ist gar nicht so klein, aber naja, ich habe ihn schon verkleinert. Ich brauchte halt ein ganz großes Bild, ein möglichst großes Bild und es sollte auch irgendwas Nettes sein und da bin ich dann auf diesen Husky gestoßen, den ist bei Wikipedia in Open Source gibt. So, und jetzt zeichne ich einfach mal, um euch zu zeigen, wie das so im Original aussieht, zeichne ich euch mal den Hund von der linken oberen Ecke an.
und einfach ohne Skalierung und ohne irgendwas, damit ihr seht, das ist ganz schön groß. So, und ich lade das Ganze. Ja, und jetzt macht er mir gerade gar nichts. Und die Frage ist jetzt, warum macht er mir nichts? Hund minus klein und Hund New Image. Das sieht alles super gut aus. Und jetzt wäre es vielleicht tatsächlich sinnvoll, nochmal nachzufragen, ob das überhaupt schon geladen worden ist. So. Denn es könnte sein, dass wir hier auf dasselbe Problem stoßen wie bei dem Build-Image, dass es tatsächlich nicht lädt. So. Oder noch nicht geladen worden ist. So, jetzt gucken wir mal hier, wie das jetzt aussieht. Ja, so. Und ihr seht, genau das war das Problem. Das heißt, das Bild war einfach zu groß und JavaScript zu schnell und es hat jetzt eben tatsächlich das Bild nicht laden können und deshalb auch nicht angezeigt. So, das haben wir jetzt durch diese zusätzliche Funktion, durch diese Onload-Funktion haben wir das vermieden. So, das Bild ist groß, das seht ihr, also ich habe hier 500 mal 400 Pixel für meine Canvas genommen und das Bild füllt das in der Y-Dimension vollständig aus, in der X-Dimension fast vollständig. So, wir wollen das jetzt kleiner haben, ganz klar, und wir wollen das Ganze aber auch eben tatsächlich ein bisschen ausgeschnitten haben. Das heißt, ich möchte das jetzt, sagen wir mal, von den Pixeln 80-80, das sind X- und Y-Wert, auf dem Bild selber, also nicht auf der Leinwand, sondern auf, im Bild selber. Und dann möchte ich nicht die vollständige Breite, sondern nur 240 und 240, also 240 Breite, 240 Höhe haben. So, und dann möchte ich das Ganze ab der Position 100 ausgeben und das Ganze soll dann aber nur eine Breite und eine Höhe von 60 mal 60 Pixeln bekommen. So, und dann seht ihr schon, also ich habe jetzt hier meine neuen Parameter und DrawImage wird jetzt automatisch erkennen, dass ich diesen Ausschneide- und Kopierfunktion haben möchte. So, und das schauen wir uns jetzt an, wie das aussieht. So, und jetzt hat er mir tatsächlich aus dem Gesicht etwas ausgeschnitten. Ihr seht aber auch, dass er das Ganze eben, muss es größer ausgeschnitten haben und dann skaliert haben, weil eben war das Gesicht insgesamt noch größer. Gut, so, und das ist eben die dritte Funktion von DrawImage, die man damit machen kann. Sehr komfortabel, nicht so einfach zu handhaben, vor allem, weil man eben auch wissen muss, was genau man aus dem Bild ausschneiden möchte, damit man dann eben auch nicht so komische Effekte bekommt, wie zum Beispiel hier. Da hätte ich jetzt noch herumprobieren können, bis das eben wirklich gut aussieht. Aber ich wollte euch einfach auch zeigen, dass wir, also es ist eben nicht mittig ausgeschnitten und irgendwie fehlt auch der Hund, von dem Hund irgendwie alles Mögliche. Man hätte das Gesicht dann doch ein bisschen größer ausschneiden können und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz, jetzt wisst ihr erstmal, was man damit machen kann. Gut. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir uns mit weiteren Feinheiten von den Grafikbefehlen für die Canvas unter JavaScript beschäftigen. Bis dann!